Liebe Zuschauer, heute wollen wir mit Ihnen eine Stadtführung durch unsere Partnerstadt Wolfsberg machen. Unsere Herzogenauracher Delegation, die zum 45-jährigen Jubiläum in Wolfsberg ist, wird uns dabei begleiten. Treffpunkt für uns alle ist das Wolfsberger Rathaus. Hier hat der Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz seinen Amtssitz. Die Wolfsberger Ahnen schauen im altdeutsch eingerichteten Sitzungszimmer auf das heutige politische Geschehen der Stadt. Ein besonderes kritisches Auge riskiert der heilige Florian, ein Ölgemälde aus dem Jahre 1607. Wolfsberg ist eine Bezirksstadt mit 25.000 Einwohnern. Sie liegt im Osten Kärntens, mit Grenzen zur Steiermark und Slowenien. Umrahmt wird die Stadt von sanften 2000er Bergen, der Chor und der Saualpe. Aber erstmal zurück in die Altstadt. Wir stehen auf dem hohen Platz vor der Pestsäule. Die Pest, eine Geißel der Wolfsberger im Mittelalter, verschonte nach einem Gelübde die Stadt. Dieses Wunder wurde 1718 mit der Errichtung der Mariensäule festgehalten. Vom hohen Platz aus können wir die Markuskirche gut sehen. Der Kirchturm ist begehbar und wir steigen nun die vielen Stufen hoch. Die Heldenglocken waren in beiden Kriegen vom Einschmelzen verschont worden. Zufällig wurden sie nach dem Krieg in Hamburg entdeckt. 106 Heldennamen sind in ihnen eingraviert. Der Blick aus dem Turm lässt uns die Schönheit des Wolfsberger Schlosses erahnen. Die Weite des Lavanttales ist von hier oben erst zu erkennen. Die Annakapelle, auch Bäckerkapelle, wurde 1497 von der Bäckerinnung finanziert. Die Bäckerzunft nutzte sie für Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen. Hier stehen wir vor dem Kollnitzhof. Es ist das Gerichtsgebäude. Die Wolfsberger sind überwiegend katholisch. Prozessionen durch die Stadt sind des Öfteren zu sehen. Heute ist es die Erntedankprozession, an der die Teilnehmer ihre Trachten und vor allem ihre Erntegaben zur Schau tragen. Die Erntegaben werden dann in der Markuskirche geweiht. Auf dem Weiherplatz kommen wir gerade richtig zum Markttreiben. Die Musiker freuen sich wie wir auf das kleine Tänzchen. Eine freundliche Anlage führt uns zur schmalsten und ältesten Gasse Wolfsbergs, die Bindergasse. Auch wir müssen uns schmal und klein machen, um sie zu durchlaufen. Schnell sind wir wieder an der Lavant, wo ein Findling liegt, das sogenannte Lavantnockerl. Aufgefunden wurde der Stein in Mosern im Lavanttal. Er ist ca. 250 bis 275 Millionen Jahre alt und diese Gesteinsart kommt im Äquatorgebiet vor. Aus dem Jahre 1675 stammt das Spritzenhaus. Hier am Bamberger Haus fühlen wir Franken uns wie zu Hause. Schließlich gehörte das ganze obere Lavanttal mit Wolfsberg um 1055 dem Bistum Bamberg. 700 Jahre lang waren die fränkischen Bischöfe hier zu Hause, bis Maria Theresia damit Schluss machte. Sie kaufte alles für 1 Million Gulden den Bischöfen ab. Man weiß leider bis heute nicht, wo die Kaufsumme geblieben war. Die Dreifaltigkeitskirche ist die älteste Renaissancekirche Kärntens. Der barocke Hauptaltar wurde 1729 von Anton Dettel geschaffen. Besonders wunderbar ist die schöne Pieta von 1410. Dieser Innenhof hat uns besonders gut gefallen. Die Bewohner haben mit viel Sorgfalt historisches Baugut erhalten. Als Leidenschaft pflegen die Franken und auch die Kärntner die Blasmusik. Beim Heritzerwirt kommt die Gesellschaft immer mehr in Stimmung.
und die Herzogenauracher und Wolfsberger Musiker zeigen im Zusammenspiel eine große Professionalität. Spielen Sie doch auch zum Altstadtfest in Herzogenaurach immer wieder gemeinsam auf. Singen, Schunkeln und Tanzen ist am letzten Abend angesagt. Den Peter Flöhr kennen alle, ein Musiker mit Leib und Seele. Jahrelang ist er in Herzogenaurach zu Gast und alle lieben seine ausgelassenen Melodien. Viele Grüße nach Herzogenaurach, weil ich bin sehr oft in Herzogenaurach. Heuer das 9. Mai, nächstes Jahr ist ein Jubiläum, das 10. Mal in Herzogenaurach beim Stadtfest. Ich sage, die Leute sind wunderbar, kommt gut an bei den Leuten. Es ist immer eine Bombenstimmung und das gefällt mir sehr gut in Herzogenaurach. Eigentlich die Musik von Labertal, so wie sie spielen, kommt immer gut an. Ja, und Sie machen das gerne? Ich mache sehr gerne. Also das ist mein Leben praktisch. Musik ist mein Leben. Eigentlich von der Jugend an, als Kind schon. Meine Eltern haben auch musiziert und ich bin eigentlich mit der Musik aufgewachsen. Ich mache es sehr gerne. Das ist eigentlich mein bestes Hobby. Es gibt kein besseres. Nun möchten wir Ihnen auch noch die Gegend rund um die Choralpe zeigen. Mit viel Muße kann Dr. Gerald Fink diesen Blick ins Tal genießen. Zuvor galt es aber für die Herzogenauracher, eine Wanderung rund um den Berg zu machen. Die Nebel der Herbststimmung nahm alle in ihren Bann. Früh übt sich, wer ein Meister werden will. Dieses Stadion ist eigens für die Wolfsberger FC gebaut worden. Sie spielen auch schon in der österreichischen Bundesliga. Der Zuschauer kann sich in dieser Fußballarena nur wohlfühlen. Wer Wolfsberg besucht, muss natürlich auch eine Weinbergbegehung machen. Vorbei an üppig blühenden Bauerngeranien, Scheunen und an der Kapelle St. Marein führt uns der Weg zum Weinberg. Ein orientierender Blick nochmal zurück ins Tal für die Wanderer. Vor uns der Weinberg mit Schlosstüren obendrauf. In jüngster Zeit wird hier wieder hochkarätiger Wein angebaut. Die Herzogenauracher hören konzentriert den Erläuterungen des Weinbauerns zu. Nur die Schafe lenken etwas ab. Alle haben nun Appetit und Durst auf Wein bekommen. Die 6 besten Weine der Region gibt es zur Weinverkostung. Dazu besten Speck und Käse, alles aus eigener Produktion. Der Weinbauer Erwin Gartner hat schon seit Jahren mit den Herzogenaurachern Kontakte. Ich bin in Herzogenaurach noch ein bisschen bekannt, ein paar gute alte Bekannte. Sie hier, den Rolf Weber da zum Beispiel, die Frau Irene Hetzler, hat mich sehr gefreut, dass wir uns da wieder sehen. Hier endet nun unsere Führung. Wir wissen genau, dass wir wiederkommen werden. Für alle, die Wolfsberg und Kärnten nicht kennen, ist das Tal noch im Nebel verhangen. Aber wenn man erst mal da ist, lichtet er sich. Wir sind, bestehen aus 3 Regierungsbezirken und sind der größte und wichtigste Teil Bayerns. Drücken wir so ab. Die fränkische Fahne, ein Geschenk an Wolfsberg, wird nun auch im Wolfsberger Rathaus hängen. Dies zeigt die große Verbundenheit unserer Freundschaft. Beim Empfang der Gäste im Wolfsberger Rathaus konnte man die vielen Besucher aus Herzogenaurach überblicken. Circa 150 Gäste waren angereist, um mit den Wolfsberger Freunden das 45-jährige Jubiläum zu feiern. Es ist uns eine Ehre und auch eine Freude, hier mit euch diese 45-jährige Städtepartnerschaft feiern zu dürfen, heute Abend mit diesem kleinen, was natürlich eingangs sagt, kleinen Festakt hier begehen zu dürfen. Das ist etwas, worauf wir stolz sind, die Wolfsberger Freundschaft. Und ich sage immer, das Schöne daran ist die Selbstverständlichkeit, mit der man sich begegnet.
Die Stadt Wolfsberg hatte für die Gäste viel Interessantes vorbereitet. In einer Stadtführung wurde die mehr als 3200-jährige Stadtgeschichte anhand von historischen Gebäuden erzählt. Der Weinanbau rund um das Schloss Thürn hat eine lange Tradition. Heute wird hier hochkarätiger Wein gekeltert. Eine Weinverkostung war für die Delegation vorbereitet. Diese Sportanlage ist für die erfolgreiche Bundesliga-Fußballmannschaft der Wolfsberger AC der Trainingsplatz. Die Wolfsberger haben erst kürzlich mit der Aufarbeitung der Kriegsvergangenheit begonnen. Die Delegierten besuchten die Sonderausstellung Lagerstadt Wolfsberg. Hier wird deutlich, dass es auch in dieser Stadt Lager gab, in denen Gefangene und Flüchtlinge äußerst unmenschlich gehalten wurden. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg spielten sich hier dramatische menschliche Schicksale ab. Die Öffentlichkeit wurde erst später darüber informiert. Die Traditionen der Kärntner werden von den Bürgern sehr gerne gefeiert. Ein Festzug zum Erntedankfest führte durch die Innenstadt. Auffällig sind die schönen Trachten der Bürger. Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz ist seit 2,5 Jahren in seinem Amt. Er setzt die Partnerschaftsarbeit seines Vorgängers fort. Das Konzept, das ich so übernommen habe, ist ein sehr inhaltsvolles Konzept, auch ein sehr arbeitsintensives Konzept, eines, das mit Leben durchflutet ist und von sehr, sehr guten Beziehungen zwischen den beiden Städten, die nunmehr schon seit über 40 Jahren, genau 45 Jahre andauern. Und wir können aus Wolfsberger Sicht sehr, sehr stolz darauf sein, mit Herzog Aurach diese Partnerschaft zu haben. Eva Reitz gehört der jungen Generation an, auf die sich in Zukunft viele Partnerschaftsprojekte konzentrieren werden. Sie ist Erzieherin im Herzolino und beteiligt sich zusammen mit dem Wolfsberger Kindergarten an einem EU-Projekt. Sie nahm die Gelegenheit des Besuchs wahr, um erste Kontakte zu knüpfen. Wir werden zusammen mit drei anderen Ländern, also Österreich, Italien und England, ein Projekt zum Thema Wald erarbeiten. Wolfsberg hat im Januar schon ein vorbereitendes Treffen organisiert. Da waren noch 11 andere Vertreter da. Also es hatten sich insgesamt 24 Kindergärten beworben. 4 wurden jetzt ausgewählt und die haben einfach schon dieses Treffen organisiert und haben jetzt auch schon begonnen. Also im September ging es los. Wir waren jetzt schon ein paar Mal im Wald und haben auch Waldpädagogen jetzt auch engagiert, die mit ihnen auch an dem Projekt arbeiten. Der Abschiedsabend der Freunde war zum Feiern angesagt. Alle werden gerne wiederkommen. Die Bilder vom Kindergarten hat uns der Fränkische Tag zur Verfügung gestellt. Einen längeren Beitrag über die 4 Tage in Wolfsberg werden wir ab Mitte November senden.